sollte uns zu denken geben, aber vielmehr noch sollte uns dazu animieren, auch zu handeln. Ich kenne da so einen Spruch, der heißt aber, ja, wissen tat man es eh, Punkt, 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 aber. Und es beginnt im Kleinen. Ja, es beginnt wirklich dabei, Eltern zu ermutigen, ihren Kindern die Eigenverantwortung diesbezüglich zu übergeben. Man muss sich als Eltern nicht vor oder hinter die Kinder stellen, sondern man muss ihnen nur sagen, wenn du mich brauchst, bin ich da, entscheide du. Und das ist für viele eine sehr große Herausforderung. Das hätten wir uns so gern gewünscht. Und es war dann doch gut möglicherweise, dass wir es nicht taten und jetzt wollen wir es den anderen ersparen. Wir brauchen mutige Menschen aus allen Altersgruppen. Eltern, Geschwister, große Geschwister, Großeltern, Nachbarn, die einfach, wenn mein Nachbar zu Hause von meinem Elternhaus nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich Maschinenschlosser geblieben. Also bin ich Ingenieur geworden und habe auch nichts draus gemacht. Der Beamer ist grauenhaft. Okay, ein bisschen um mich. Ah. Ja, wir sind ja, es ist mit den Medien ja ähnlich. Die werden ja auch, das wissen wir, erstmal begutachtet, man könnte auch sagen zensiert, um uns dann gewisse Dinge zu zeigen, die wir sehen dürfen und andere Sachen, die wir nicht sehen dürfen, die werden da rausgenommen. Und darum bin ich so froh, dass es Menschen gibt wie einen Roman Michael und davon gibt es viele, oder auch einen Klaus Glatzel, den man einfach nie sieht, weil er immer irgendwo in Niederösterreich hinterm Studio-PC sitzt, die trotz Angebot vom ORF, so war es beim Glatzelklaus vor 2 Jahren, die haben ihm angeboten, seinen Sender zu kaufen und das war gar nicht mal so unlukrativ gewesen und er hat gesagt, nee, dann bin ich nicht mehr frei. Ich möchte die Dinge über den Äther schicken, die mich interessieren für eine Zielgruppe, die so tickt wie ich. Und der hat mich mal gefragt, der ist für dich, Klaus. Und der Klaus hat mich mal gefragt bei einem Anlass, das war beim Friedensfest am Attersee letztes Jahr im September, ob ich nicht mal in einem Lied irgendwas über Hokitok singen könnte. Da haben wir gedacht, das ist aber interessant und irgendwann kam mir etwas so vorbeigeschwommen und da haben wir gedacht, da kann man das gut einbauen. Und ich habe ein Lied geschrieben über die neuen Medien oder über andere Medien. Das heißt, ich habe es verstanden. Sie belügen uns nach Strich und Faden, von frühmorgens bis in die Nacht. Wie lange muss ich es ertragen? Was soll es sein, was es mit uns macht? Informationen sollen berühren, sollen tun, was die Masse tut. Sollen inspirieren, nicht berühren, verführen, Impulse geben und viel Mut. Ich hab's verstanden, ich mach Pause, schalt das Alte ab, wirf die Norm raus. Und ich lieg mir lieber an den Stausee und mach so den Mainstream denn gar aus. Und ich freu mich über Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Und es hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Okitok bringt's übern Äther, viel Wahres sagt der Honigmann. Pravda TV braucht keine Täter, Russia Today klagt niemand an. Der Freeman Weg bringt viel an Wandel, schau auch in Gerhard Schneiders Blog.
Tag sind vor Menschen handeln. Top-Info-Forum verdient Lob. Ich hab's verstanden, ich mach Pause. Schalt altes ab, wirf die Norm raus. Hier liegt mir lieber an den Stausee. Mach so den Mainstream den gar aus. Und ich freu mich über Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Das hole ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Das hole ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Ich will keine Stellungnahmen, kein tut mir leid, Entschuldigung. Wir wissen nicht, wie wir drauf kamen. Ist halb passiert, ist nur zu dumm. Ich will die Wahrheit für mein Leben, will wissen, wie es ehrlich ist. Hat uns der Mainstream nie gegeben, weil alles nur ein Business ist. Ich hab's kapiert, ich hab's verstanden. Wirf altes raus, schalt ihn am ab. Und ich lieg mir lieber an einem Stausee und mach so den Mainstream-Denker aus. Und ich freu mich über die Wahrheit, über Wissen, wie es wirklich ist. Das hol ich mir in meiner Freizeit, weil sonst der Zensus gern vergisst. Das hol ich mir in meiner Freizeit, weil man erzählt uns gerne Mist. Dankeschön.